Da nun Mose sah, dass das Volk entblößet war, denn Aaron, da er sie aufrichtet, hatte er sie entblößet zur Schande, trat er in das Tor des Lagers und sprach: Herr, zu mir, wer den Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Kinder Levi, und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israel, binde ein Iglischer sein Schwert auf seine Lenden und durchgeht hin und wieder von einem Tor zum anderen im Lager, und erwürge ein Iglischer seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Kinder Levi täten, wie ihn Mose gesagt hatte, und fiel des Tages vom Volk 3000 Mann. Gott meiner Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast, mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Ich bin alt. Lass mich in Ruhe meine Schafe weiden. Der Macht der Blindheit entgegenzustellen. Was bezeugt dem Volk meinen Auftrag?
niemand wird mir glauben. Denken, aber nicht reden. Thank you.
des Geistes, aus dem der Einzige sprechen will, vernimm mich und ihn und sage, was du verstehst. Mein Bruder gab dir Allmächtige mich dir als Gefäß auszuschütten über unsere Brüder des ewigen Gnade schenkt er dir aus Erkenntnis. Gibt es nur im Menschen, nur in der Vorstellung. In ihr hat der Allgegenwärtige nicht Raum. Gebilde der höchsten Fantasie, wie dankt kein sie Bild es, dass kann du dir ein Bild geben vom Unvorstellbaren. Nie wird Liebe ermüden, auserwählt, den Unsichtbaren zu wissen. Glückliches Volk, auserwähltes Volk, einen einzigen Gott ewig zu lieben, mit tausendmal mehr der Liebe, mit der alle anderen Völker ihr vielen Göttern sichtbar, unvorstellbar, Volk auserwählt dem Einzigen. Kannst du lieben, was du dir nicht vorstellen darfst? Unvorstellbar, weil unsichtbar, weil unüberblickbar, weil unendlich, weil ewig, weil allgegenwärtig, weil allmächtig. Nur einer ist allmächtig. Du strafst die Sünden der Väter an den Kindern und Kindeskindern. Strafst du, sind wir fähig zu verursachen, was dich zu folgen nötigt. Du belohnst die deinem Geboten. Gerechter Gott, du hast gerichtet, wie alles geschehen soll. Geführt dem Lohn, der gern anders möchte, oder dem, der nichts anderes vermag. Du erhörst die Bitten der Armen. Allmächtiger Gott, dich erkauften die Opfer der Armen, die du arm gemacht hast. Reinige dein Denken, löse es von Wertlosem, weihe es Wahrem. Kein anderer Gewinn dankt deinem Opfer. Nur mein allmächtiger Gott konnte solch ein schwaches Gewinn. Ich bin das Volk.
unerbittliches Denkgesetz. Bringt zur Erfüllung. Befreis aus Pharaos Knechtschaft. Ich habe ihn gesehen, als ein gefeindiger Pfarrer auf Flucht geht wie. Er warf sich auf die Knie und verbarg sein Antlitz im Sand. Dann zog er in die Wüste. Bei meinem Haus, wie eine leuchtende Wolke, kam er eben vorbei. Er schwebte mir, als er ging, kam er mit sein Fuß den Weg und rasch fand in dem Auge. Ich frug ihn, aber er beachtet mich nicht, blieb weiter und dennoch hörte ich, ein Gott habe ihm befohlen, seinen Bruder Moses in der Wildnis zu treffen. Moses, der den Frontvogt erschlug. Einem neuen Gott verbündet. Moses, euer Gott, sei ihr Opfer. Er wird uns beschützen. Die alten Götter haben auch beschützt. Tat der eine nicht, wandte man sich an den anderen. Die anderen Götter helfen nur den Bedrückten. Das ist der Gott, der uns hilft. Moses, 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 Mo
einzige, ewige, allmächtige, allgegenwärtige, unsichtbare, unvorstellbare. Verlangt kein Opfer von euch, er will nicht den Teil, er fordert das Ganze. Ihn anzubeten. Thank you.
Allmächtiger, meine Kraft ist zu Ende. Mein Gedanke ist machtlos in Aarons Wort. Thank you.
Ein Stab zwingt uns, doch Pharao zwingt er nicht, uns frei zu lassen. Euer Herz ist krank, so zwingt ihr Pharao nicht. Seht, Moses Hand, gesund ist sie und stark. Aber Moses Herz gleicht eurem jetzt, weil er euch schwach, weiß und mutlos. Führt er die Hand an dies Herz, das krank ist wie eures. Erkennt euch darin mutlos, krank, verachtet, geknechtet, gepeinigt. Jetzt aber wohnt in Moses Busen der Geist des starken Gottes, der Pharao zwingt, den Frondienst aufzuheben. Seht, wird Moses nun an die starke Herz, die aussätzige Kranke Zerschlagt ihre Priester! Zerschlagt sie! Zerschlagt ihre Götter! Zerschlagt sie!
Wovon soll euch die Wüste nähren? In der Wüste wird euch die Reinheit des Denkens nähren. Erhalten und Ewige lässt euch sehen ein Abbild eures leiblichen Glücks in jedem geistigen Wunder. Der Allwissende weiß, dass ihr ein Volk von Kindern seid und erwartet von Kindern nicht was groß und schwierig. Er rechnet damit, dass alle Kinder reifen und alle Greise weise werden. Er gibt euch Frist, euer Leben in Freude, der Vorbereitung auf die Weisheit des Alters zu widmen. Er wird es euch auch in der Wüste an Speise nicht fehlen lassen. Der Allmächtige verwandelt Sand in Frucht, Frucht in Gold, Gold in Wonne, Wonne in Geist. Wer speist den Nil? Der dies Land ernährt. Er, der den Stab in die Schlange, Gesundheit in Aussatz verwandelt. Seht es nieles Wasser in diesem nicht. Was ihr jetzt seht, ist Blut. Versteht ihr das? Es ist euer Blut, das dies Land ernährt, wie das Wasser des Nil. Fähig macht ihr die Knechte der Lüge, den falschen Göttern. Doch der Allmächtige befreit euch. Oh!
Was Pharao bleibt, seht her, ist wieder das klare Wasser des Nils. Und darin wird er untergehen. Thank you.
lange soll das noch dauern? 40 Tage warten wir nun auf Moses und noch immer weiß keiner Recht und Gesetz. Unvorstellbares Gesetz des unvorstellbaren Gottes. Immer besetzt, Juda, die besten Weidennetze. Ärger als Ägypten, zu kommen am rohen Tag. Zwingli, Freimlichen, wie seine. Benjamins Söhne, haben Ephraims Weide erlaubt. Gewalt beginnt, und Zucht hält ihre Strafe nicht. Tugend in der Not. 40 Tage warten wir vergebens. Vor dieser von dieser Höhe herniedersteigt, wo ihm allein das Gesetz sich offenbart, soll mein Mund euch Recht und Gesetz vermieten. Erwartet die Form nicht vor dem Gedanken, aber gleichzeitig wird sie da sein. Das wird zu spät kommen. Das Volk ist verzweifelt. Es missbraucht diese Höhen, deren Umzäunung es von Bergen auf den Baum trennt. Es rast, es glaubt uns keinen mehr. Hält die Umzäunung für Willkür, die Offenbarung für Ausflucht. Großes Schweigen für Flucht. Hört, hört, zu spät. Ist Moses hier, was wir nicht zerreißen.
Vielleicht hat er uns verlassen. Der uns fern war. Vielleicht hat sein Gott ihn verlassen, dem er nah war. Vielleicht kam er ihm zu nah. Es ist ein strenger Gott. Vielleicht hat er ihn getötet. Sein Gott hat ihn getötet. Die Götter haben ihn getötet. Die Götter haben ihn getötet. Thank you.
bezeugt, dass in allem, was ist, ein Gott lebt. Unwandelbar wie ein Prinzip ist der Stoff, das Gold, das ihr geschenkt habt. Anschaulich wandelbar wie alles andere Zweite ist die Gestalt, die ich ihm gegeben. Verehrt euch selbst in diesem Sinn. Thank you.
ist wie niemals die Sonne geheilt. Den Finger leg ich bloß auf dich und schon ein Volk nur Göttern, die kraftvoll herrschen. Stammes Füße huldigt mit mir diesem Abbild geriegelt.
alte Kräfte. Thank you.
Götter leben wir die Liebe da. Heilig ist die Zanza. Was hast du getan? Nichts Neues, nur was stets meine Aufgabe war. Wenn dein Gedanke kein Wort, mein Wort kein Bild ergab, vor ihren Ohren, ihren Augen ein Wunder zu tun. Auf wessen Geheiß? Wie immer, ich hörte die Stimme. Ich habe nicht gesprochen. Aber ich habe dennoch verstanden. Schweig! Dein Mund. Du warst lange fern von uns. Bei meinem Gedanken. Müsste dir nahe sein. Wenn du dich einsam machst, wirst du tot geglaubt. Das Volk hat auf das Wort deines Mundes, dem Recht und Gesetz entspringen, lange gewartet. So musste ich ihm ein Bild zu schauen geben. Da
Dein Bild verblich vor meinem Wort. Deinem Wort waren sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstörte. Gottes Ewigkeit vernichtet, Göttergegenwart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz. Das Unvergängliche, sag es wie diese Tafeln. Vergänglich in der Sprache deines Mundes. Israels Bestehen bezeuge den Gedanken des Ewigen. Ahnst du nun die Allmacht des Gedankens über die Worte und Bilder? Verstehe es so, dieses Volk soll erhalten bleiben. Aber ein Volk kann nur fühlen, ich liebe dieses Volk, ich liebe es und will es erhalten. Des Gedankens willen. Ich liebe meinen Gedanken und lebe für ihn. Auch du würdest dies Volk lieben, hättest du gesehen, wie es lebt, wenn es ihn fühlen und verdammt. Kein Volk kann glauben, was es nicht fühlt. Erschütterst mich nicht. Es muss den Gedanken erfassen. Es lebt nur deshalb. Ein beklagenswertes, ein Volk vom Ertüren wäre es dann. Kein Volk erfasst mehr als einen Teil des Bildes, das den fassbaren Teil des Gedankens ausdrückt. So mache dich dem Volk verständlich auf ihm angemessene Art. Ich soll den Gedanken verfälschen? Lass mich ihn auflösen. Umschreibend, ohne auszusprechen, Verbote, furchterregend, doch befolgbar, sichern das Bestehen. Die Notwendigkeit verklärend, Gebote, hart, doch hoffnungserweckend, verankert den Gedanken. Unbewusst wird getan, wie du willst. Menschlich schwankend wirst du dein Volk dann finden, doch lebenswert. Das will ich nicht erleben. Du musst leben. Du kannst nicht anders. Du bist an deinen Gedanken gebunden. Ja, an meinen Gedanken, wie ihn diese Tafel ausdrücken. Ach, nur ein Bild, ein Teil des Gedanken sind. So zertrümmere ich diese Tafel und will Gott bitten, dass er mich von diesem Amt abberuft. Kleinmütiger,
du, der du Gottes Wort hast, ob mit, ob ohne Tafeln, ich dein Mund bewahre deinen Gedanken, ich ihn ausspreche durch Bilder. Bilder deines Gedankens. Sie sind er, die alles, was aus ihm hervorgeht. Ich beuge mich der Notwendigkeit, denn dieses Volk soll erhalten bleiben, um für den Ewigkeitsgedanken zu zeugen. Eine Bestimmung ist schlechter zu sagen, als ich es verstehe. Wissende jedoch werden ihn immer wieder finden. Sie hin, die Feuersäule, sie führt uns bei Nacht, der Allmächtige. Durch mich im Volk ein Zeichen. Die Wolkensäule. Götzenbilder. Gottes Zeichen, wie der glühende Zornbusch. Darin zeigt der ewige Sieg. Unvorstellbarer Gott, unaussprechlicher, vieldeutiger Gedanke, lässt du diese Auslegung zu, darf Aaron, mein Mund, dieses Bild machen? So habe ich mir ein Bild gemacht, falsch, wie ein Bild nur sein kann. So bin ich geschlagen, so war alles Wahnsinn, was ich gedacht habe. Und kann und darf nicht gesagt werden. Aaron, nun ist es genug. Willst du mich morden? Es geht nicht um dein Leben. Das gelobte Land. Ein Bild. Im Bildern sollte ich reden, wo du im Begriffen, zum Herzen, wo du zum Hirn sprichst.
Du, dem das Wort mit dem Bild davonläuft, du weilst selbst, lebst selbst in den Bildern, die du vorgibst, fürs Volk zu erzeugen. Dem Ursprung, dem Gedanken entfremdet, genügt dir dann weder das Wort noch das Bild. Sichtbare Wunder sollte ich tun, wo das Wort und das Bild des Mundes versagten. Da genügte dir nur mehr die Tat, die Handlung. Da machtest du den Stab zum Führer, meine Kraft zum Befreier und Nilwasser beglaubigte die Allmacht. Da begehrtest du, leiblich wirklich mit Füßen zu betreten, ein unwirkliches Land, wo Milch und Honig fließt. Da schlugst du auf den Felsen, statt zu ihm zu sprechen, wie dir befohlen, dass Wasser aus ihm fließe. Aus dem nackten Felsen sollte das Wort Erquickung schlagen. Niemals kam dein Wort ungedeutet ans Volk. Mit dem Stab deshalb sprach ich zum Felsen in seiner Sprache, die auch das Volk versteht. Du sagst es schlechter, als du es verstehst, denn du weißt, dass der Felsen ein Bild wie die Wüste und der Dornbusch. Drei, die dem Leib nicht geben, was er braucht, gegen den Geist, der Seele, was deren Wunschlosigkeit zu ewigem Leben genug ist. Auch der Felsen, wie alle Bilder, gehorcht dem Wort, daraufhin er Erscheinung geworden war. So gewannst du das Volk, nicht für den Ewigen, sondern für dich. Für seine Freiheit, dass es ein Volk werde. Dienen, dem Gottesgedanken zu dienen, ist die Freiheit, zu der dieses Volk auserwählt ist. Du aber unterwarfst es fremden Göttern, unterwarfst es dem Kalb und der Feuer und der Wolkensäule, denn du tust wie das Volk, weil du fühlst, wie es und so denkst. Und der Gott, den du zeigst, ist ein Bild der Ohnmacht, ist abhängig von einem Gesetz über sich, muss erfüllen, um was er gebeten wird, muss tun, was er versprochen hat, ist gebunden an sein Wort. Wie die Menschen handeln, gut oder böse, so muss er strafen ihr Böses, belohnen ihr Gutes. Aber der Mensch ist unabhängig und tut, was ihm beliebt, aus freiem Willen. Hier beherrschen die Bilder bereits den Gedanken, statt ihn auszudrücken. Ein Allmächtiger, was immer er auch halte, ist zu nichts verpflichtet, durch nichts gebunden. Ihn bindet nicht die Tat des Frevlers, nicht das Gebet des Guten, nicht das Opfer des Reuigen. Bilder führen und beherrschen dieses Volk, das du befreit hast. Und fremde Wünsche sind seine Götter und führen es zurück in die Sklaverei der Gottlosigkeit und der Genüsse. Verraten hast du Gott an die Götter, den Gedanken an die Bilder, dieses auserwählte Volk an die anderen. Das Außergewöhnliche an die Gewöhnlichkeit. Sollen wir ihn töten? Immer wenn ihr euch unter die Völker mischt und verwendet eure Gaben, die zu besitzen ihr auserwählt seid, um für den Gottesgedanken zu kämpfen, und ihr verwendet eure Gaben zu falschen und nichtigen Zwecken, um im Wettbewerb mit fremden Völkern an ihren niedrigen Freuden teilzunehmen. Immer wenn ihr die Wunschlosigkeit der Wüste verlasst und eure Gaben euch zur höchsten Höhe geführt haben, immer werdet ihr wieder heruntergestürzt werden vom Erfolg des Missbrauches, zurück in die Wüste. Gebt ihn frei, und wenn er es vermag, so lebe er. Aber in der Wüste seid ihr unüberwindlich und werdet das Ziel erreichen, vereinigt mit Gott.